Ja, klar. Okay. Das passt nicht. Okay, hätte ja sein können, dass sie die auch eintüten wollen hätte müssen. Was waren das? 1, 2, 3, 4, 5, ne? Da hinten war's. Ich habe schon gefunden, wonach ich gesucht habe. Okay. Wenn du das sagst, dann stimmt das wohl. Okay, hoch zur Halle. Was haben wir denn jetzt hier noch? Flasche, Fotoalbum. Ein altes Album. Ich mag es, mir Bilder anzusehen. Aber jetzt ist nicht die richtige Zeit. Och, Notlager. Was haben wir denn hier? Ich habe den Eindruck, dass hier jemand sein Schlafzimmer eingerichtet hat. Naja, wenn man kein Zuhause hat, dann muss man wohl woanders schlafen. Das ist der Lauf der Dinge, Schätzchen. Schätzekin. Ein Stapel Paletten. Was will sie jetzt Fässer, hier? Fässer, Container, Eimer, Kanister. Du hast es erfasst. Das Zeichen haben wir, die Filmrolle haben wir, das Zeichen haben wir. Aber sonst zeichentechnisch haben wir ja nichts. Ich habe gerade nur überlegt, ob es hier vielleicht noch irgendwo so ein Zeichen gibt oder noch irgendwas Wichtiges, was wir mitnehmen sollten. Aber mir fällt da gerade nicht wirklich was ein. Wir haben diesen komischen Film. Das ist der doch, oder? Film auf einer Rolle. Eine Rolle mit einem zurückgespulten Film. Ja. Was ist erfasst? Da wird nichts passieren. Da passiert sehr viel, wenn man das macht. Ah ja. Ha. Den Film nochmal ansehen möchte sie sich ja nicht. So, ne, halt, ich wollte jetzt hier noch gar nicht raus. Ich wollte jetzt hier nochmal kurz gucken. Jetzt hier vielleicht noch irgendwas haben. Ne, hier dran nicht. Hier haben wir nur die Projektoren, von dem haben wir die Glühbirne geklaut gehabt. Also wirklich viel ist hier auch nicht. Ne. Okay. Den Projektor da ist auch nichts. Wir daran. Hier haben wir auch nichts. Können wir hier direkt nach links? Werkbank. Arbeitstisch. Hier haben wir ja auch nichts. Ne. Okay. Gut, also haben wir den, können wir den Raum hier sogar schon mal abschließen, würde ich jetzt mal behaupten. Ah, bevor ich das behaupte, schauen wir uns nochmal den Projektor an. Aber hier, zoom mal ran. Okay, Projektorlampe. Da haben wir nichts, außer dem Platz für die Glühbirne, okay. Dann ein zurück. Ja, Entschuldigung. So, Entschuldigung, hab grad eine SMS gekriegt, die ich ganz dringend lesen musste. Platz für Filmrolle. So, da haben wir ja auch nichts, oder? Nee. Okay, hier zurück und jetzt hier unten ran. Hier haben wir ja auch nichts, okay. Das heißt, der Projektor ist wirklich Geschichte. Haben wir, haben wir. Haben wir, okay. Ja, der Projektor ist. Der Projektorraum hier ist komplett jetzt abgegrast. Ja, hier ist auch nichts. Okay. Gut, jetzt, ich gehe jetzt hier in diesem Kino ganz systematisch vor. Ich gehe jetzt hier Raum für Raum. Was haben wir denn hier? Poster, die waren nämlich vorher nicht. Poster und Bilder von alten Filmstars. Okay, Glas. Ein Frosch in Formalin? Okay. Das geht nicht.
Natürlich geht's nicht. Mann, was sie nicht alles kann. Da sagt man, Frauen können alles. Zumindest sagen es die Frauen. Auf Nicole trifft das nicht zu. Boah, was denn los? Und noch niesen muss ich jetzt. Da muss ich mal schnell einen Schluck trinken hier, bevor ich jetzt hier anfange zu husten. Jetzt das hier mal angucken. Wäre auch nichts außer die Tasten. Es sieht so aus, als ob das Gerät nicht funktioniert. Was auch immer diese Tasten bringen sollen. Es sieht so aus, als ob das Gerät... Das habe ich auch noch nicht ganz gerafft, wofür die da sind. Okay, hier haben wir jetzt aber auch wirklich nichts mehr. Pfosten, die an den Gängen stehen. Ja, schön. Wusa. Gut, das war das. Und damit sind wir im Kino fertig. Weil hier ein Zuschauer sagt, sie ist nicht mehr. Und hier die Tafel, die haben wir jetzt schon mittlerweile fotografiert. Geschafft. Ja. Geschafft. Ich habe schon gefunden, wonach ich gesucht habe. Ja. So, dann jetzt Kinoausgang. Es hat mich hier gerade ein paar Geräusche verwundert, aber das war meine Kopfhörer. Haben wir denn vielleicht noch irgendwas hier rechts an der Schranke? Habe ich denn vielleicht vergessen, das Ding zu fotografieren? Kann ja sein. Ich habe schon ein Bild davon. Okay, gut. Aber den Gulli, stimmt, den könnten wir ja auch nochmal. Ich weiß nicht, ob sie den fotografieren will oder nicht. Ja, klar. Naja, dann fotografiere. Das geht nicht. Ich wette mit dir, dass... Da wird nichts passieren. Das passt nicht. Benutze es endlich auf... Ja. Hier, dann hau den da rein. Das geht nicht. Ach, was bei dir nicht alles geht, Mädel. Das passt nicht. Das geht nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Kupferrohr. Kupferrohr? Ein Kupferrohr. Foto. Da wird nichts passieren. Den nimm's. Könnte ein Beweisstück sein. Och, einfach einstecken. Merkt schon keiner. Okay, ja, hier haben wir ja auch nichts. Bis auf die Tatsache, dass die Uhr falsch geht. Und ja. Das geht nicht. Natürlich. Du musst es nur wollen. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Jetzt habe ich Schluck auf. Mann, Mann, Mann. Das Let's Play steht unter keinen guten Stern. Okay, das hier rein. Mir ist danach noch etwas zu bleiben. Sie will immer noch bleiben. Okay. Ich habe gerade nichts zu diskutieren. Okay. Ich habe nichts zu diskutieren. Okay. Ich kann im Moment nicht. Okay. Die Sachen können wir uns ja auch nicht noch näher angucken. Es ist ja nicht viel, was wir hier haben, aber es ist halt verwirrend, confusing. Versteht ihr, was ich meine? Also. Halt alles andere als einfach irgendwie so gemacht, so. Also ich komme hier jetzt nicht mit allem klar auf Anhieb. Muss mal so zu sagen. Und hier haben wir ja auch nichts. Die Bar ist ja zu. Das haben wir ja bereits festgestellt. Und hier ist ja auch nichts. Was haben wir denn hier noch? Kino. Jetzt sind wir wieder raus. Da. Achso, das ist die Tür. Wenn das Kino geschlossen ist, wo kommt dann das Licht her? Von Lampen. Das passt nicht. Das geht nicht. Achso, ne, waren wir jetzt auch schon tausendmal.
Das Poster ist in einem armseligen Zustand. Ich kann den... Das hatten wir auch schon. Das weiß ich. Okay, dann hier wieder auf nach hinten zum Kino. Also hier hinten scheinen wir ja nichts zu haben. Dann gehen wir jetzt hier mal rein und gehen dann nochmal auf den Hinterhof, weil den haben wir ja noch nicht abgegrast. Systematisch. Ah, dass ich immer so Ewigkeiten die Taschenlampe ausmachen muss. So. Haben wir hier irgendwas, abgesehen von einer Tür? Nein. Haben wir hier irgendwas? Müll. Es scheint, als ob die ganze Nachbarschaft eine Müllhalde aus diesem Ort gemacht hat. Ah, so wie es meistens ist, so wie es meistens ist. Okay, Stapel, Container, Tor. Ein Stapel Paletten. Nochmal so testweise. Das passt nicht. Okay. Fenster. Das geht nicht. Container. Da wird nichts passieren. Und Tor? Ja, klar. Na dann. Interessiert mich gerade. Da wird nichts passieren. Naja, und ob da was passieren wird. Das geht nicht. Für den haben wir ja... Da wird nichts passieren. Den habe ich ja eigentlich doch ziemlich außer Acht gelassen. Ja, klar. Genau, gut, dass du mich bestätigst. Nur wofür können wir den jetzt verwenden? Ich hab da eine doofe Idee. Ich glaube nicht, dass die funktioniert. Kupferrohr haben wir ja auch noch. Das passt nicht. Moment mal, wir haben ein Kupferrohr. Ein Röhrchen. Und da habe ich doch glatt eine Idee. Wieder raus hier. Ach ja, mach die Taschenlampe erst eine Stunde lang aus. Das war der Gulli. Da war ein kleines, rundes Loch. Wir haben ein kleines, rundes Kupferrohr. Haha! Mist. Verbogenes Rohr. Was soll ich denn hier mit dem verbogenen Rohr machen? Jetzt hat ein Ende des Rohrs die richtige Form. Okay, ich frage nur ganz ungern, aber die richtige Form wofür? Was will sie denn jetzt damit? Was will sie denn jetzt mit einem Vierkant anfangen? Ich dachte, wir machen jetzt den Gulli auf oder so. Und dann hier. Ja, klar. Und dann los. Ich bin jetzt noch verwirrter, als ich schon vorher war. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Mach mal die Kiste auf. Das geht nicht. Da wird nichts passieren. Das geht nicht. Ach so. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Das grüne Zeug da drin war... Egal, das existierte sozusagen nicht. Das war nur eine Grafik. Oder der Teil einer Grafik. Okay, wir haben jetzt ein Rohr. Und what the heck sollen wir jetzt mit diesem Rohr anfangen? Stehe total auf dem Schlauch, also. Ich habe keine Ahnung. Was ich jetzt mit diesem Rohr wählen möchte. Habe ich irgendwo was verpasst, dass das irgendwo passen könnte? Ging es an mir vorbei? Hat sie das gesagt? Wo passt das? Passt das hier jetzt am Tor oder was? Da wird nichts passieren. Oder am Fenster? Das geht nicht. Wo ist das Rohr? Oh mein Gott. Warum so kompliziert? Also es ist wahrscheinlich wieder ganz logisch, aber... Ich blick's gerade nicht. Ich weiß nicht, wofür sie jetzt das Rohr haben wollte.
Jetzt klappern hier doch wieder jeden Raum ab. Mann, no, dachte, das hätten wir jetzt hinter uns. Wofür brauchen wir den Vierkant? Man kann sowas für sehr viele Dinge gebrauchen. Ach. Ach. Ich weiß, wofür wir den Vierkant brauchen. Bist doch einer, oder? Jetzt hat ein Ende des Rohrs die... Stimmt, da ist ja noch etwas, was wir noch nicht aufbekommen haben. Schadimt ja, schadimt ja. Darauf muss man aber auch erstmal kommen. Gesellen. Zeitungsausschnitt. Zuerst sollte ich Fotos vom Beweisstück schießen. Okay. Und dann ab in der Tüte. Ich sollte das Beweisstück dem Techniker übergeben. Naja, haben wir hier sonst noch was? So. Ich dachte, das wäre ein Sicherungskasten für die Schranke. Aber scheinbar war das nur so ein Postkasten. Wie es die auch überall in Deutschland gibt. Und ich schätze mal auch in vielen anderen Ländern. Beweisstück dem Techniker übergeben. Alles klar. Nicht Lokomotive. Wang. Ja. Dann reden wir halt mit ihm. Zeitung. Ich habe einen Zeitungsausschnitt gefunden. Was steht drin? Etwas über einen Mord vor einem Monat. Und soll das etwa interessant sein? Bis dann, Wang. Tschüss. Okay. Legen wir das Zeug zurück, weil jetzt haben wir, denke ich mal, alles. Ah, tatsächlich. Machen das zu. Und dann verdrüseln wir uns, oder was? Ich habe nichts zu Okay, können wir mit ihr noch reden? Ich kann im Moment nicht... Okay, dann würde ich sagen, Wang sagen, dass wir abhauen, oder... Ja, nicht so. Rückgabe. Haben Sie alles zurückgebracht? Ja, die Kamera ist in der Kiste. Beweisstück? Haben Sie das Beweisstück? Hier ist es. Bis dann, Wang. Tschüss. Okay, jetzt sind wir ganz leer. Haben wir nur noch unsere Taschenlampe. Dann würde ich mal sagen, können wir jetzt gehen, oder? Oder nicht? Vor allem die nächste Frage, die sich mir stellt, wo ist unser Auto? Das ist doch nicht unser Auto. Ne. Ja, ich würde jetzt an dieser Stelle aber mal behaupten, dass ich jetzt hier Schluss mache. Das ganze Zeug renne. Und ja. Dann sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis später. Euer Fläppchen. Tschö, tschö.